Unsere Zukunft ist eng mit dem Thema Energie verbunden. Da bedeutende Energiequellen wie Erdöl, Kohle und Erdgas in absehbarer Zeit erschöpft sind, liegt der wissenschaftliche Fokus auf dem Ausbau von regenerativen Energien wie Biomasse, Solar- und Windenergie sowie der Entwicklung von alternativen Energiekonzepten. Durch die fortschreitende Verknappung der fossilen Energieressourcen ist auch der sinnvolle Umgang mit Energie in den Mittelpunkt gerückt. Ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland wird für die Heizung von Gebäuden benötigt. Da über drei Viertel aller Gebäude älter als 30 Jahre ist, kann durch die energetische Sanierung dieser Gebäude ein wesentlicher Beitrag zur Energieeinsparung geleistet werden. Linzmeier bietet mit dem Linitherm-Dämmsystem schlanke, hochwärmedämmende Lösungen für die Außen- und Innendämmung. Bei etwa 40% aller Gebäude ist eine Außenwanddämmung nicht möglich, zum Beispiel aus Gründen des Denkmalschutzes, bei besonderen Fassadeneigenschaften oder bei uneinigen Wohnungseigentümern. Diese Häuser können mit dem durchdachten Linitherm-Innendämmsystem einfach und schnell auf den energetisch neuesten Stand gebracht werden. Diese Maßnahme zahlt sich doppelt aus. Neben deutlich geringeren Ausgaben für Heizkosten erhöht sich der Wert Ihres Gebäudes. Anhand der Sanierung des historischen Postgebäudes in Eichstätt zeigen wir Ihnen nun die einfache Handhabung des Linitherm-Innendämmsystems. Auf der Suche nach einer effizienten Dämmlösung im Bestandsschutz sind wir auf das System Linitherm der Firma Linzmeier gestoßen. Nach einem ersten Gespräch mit einem Fachberater waren wir schnell überzeugt, mit dem Produkt Linitherm eine gute Wahl in Bezug auf Preis und Qualität getroffen zu haben. Mit der Verlegung von ca. 350 Quadratmeter Dämmplatten an Wänden und Decken im Postgebäude Eichstätt können alle Anforderungen an die Normen erfüllt werden. Wir können das Produkt Linitherm auch für andere Objekte wärmstens empfehlen. Linitherm Palsil kann als Verbundelement mit integrierter Dampfsperre direkt auf das Mauerwerk oder den tragfähigen Putz verlegt werden. Dazu den Kleber direkt auf die rückseitige Folie mit Zahnspachtel vollständig aufbringen. Bei unebenen Wänden sollte mit Randwulst und Punktverklebung gearbeitet werden, um ein Hinterströmen zu verhindern. Linitherm Palsil überzeugt mit besten Dämmwerten bei geringen Plattenstärken, die einfach einzubauen sind. Mit der Verlegung in der Raumecke beginnen und die Platte sorgfältig anpassen und ausrichten. Ausschnitte für Anschlussdosen wie hier können vorab problemlos und passgenau ausgesägt werden. Je nach Raumhöhe werden die Platten nicht nur längs, sondern auch quer verbunden. Dazu die Dämmplatte entsprechend ablängen und einpassen. Die mitgelieferte lose Feder sowohl quer und längs sorgfältig und passgenau einstecken. Die abgelenkte Dämmplatte wird in sogenannter Endlosverlegung als Anfangsplatte der zweiten Reihe montiert und dabei satt auf die Feder der ersten Platte gesetzt und ausgerichtet. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Querstöße mindestens um 30 cm versetzt sind. Mit den gleichen Elementen kann auch die Schürzendämmung erfolgen, um Wärmebrücken auszuschließen. Diese Weiterführung der Dämmung um eine Plattenbreite an Innenwänden und Decke ist dann zu empfehlen, wenn nur die Außenwände von innen gedämmt werden. Nach Anbringen des letzten Plattenelements die Hohlräume der Anschlussfugen ausschäumen und die ausgehärteten, überstehenden Schaumreste abschneiden. Die Fuge in der Dicke der Silikatplatte zum Spachteln offen lassen.
ist der Kleber vollständig abgebunden, die Elemente am Längsstoß mit selbstschneidenden Rahmenschrauben in der Wand befestigen. Anschlüsse und Fugen verspachteln. Fertig ist die luftdichte Wärmedämmung der Innenwand mit den schlanken Dämmelementen Linitherm Palsil. Das Dachgeschoss von innen dämmen und trotzdem viel Raumhöhe erhalten, das geht ohne Probleme mit der Linitherm Untersparrendämmung. Bei geringen Aufbauhöhen werden die von der EN-EV und der KfW geforderten U-Werte spielend erreicht. Anschlussschürze faltenfrei anbringen. Dämmelemente direkt an der Decke anbringen und mit Schrauben fixieren. Ein Lattenrost zwischen Decke und Dämmelement ist nicht notwendig. Dank der Nut- und Feder-Clamp-Pressverbindung muss das Anschlusselement einfach nur aufgesteckt werden. Selbst große Deckenflächen sind schnell verlegt. Linitherm-Dämmelemente für die Untersparrendämmung erhalten Sie auch mit integrierter Lattung. Unebenheiten und unterschiedliche Sparrenhöhen können per Justierschraube einfach ausgeglichen werden. Die Anschlussfugen ausschäumen, Schaum nach Aushärtung abschneiden und bis zur Dicke der Gipskartonplatte entfernen und die Fugen sorgfältig verspachteln. Ebenso alle Stöße und Schraubenvertiefungen. Anschlussschürze bündig abschneiden. Das Dachgeschoss hat jetzt eine luftdichte und wärmebrückenfreie Dämmung. Nach Schleifen der Verspachtelungen kann dank der raumseitigen Gipskartonplatte tapeziert oder verputzt werden. Linitherm-Dämmelemente für die Innendämmung ist die bauphysikalisch sichere Lösung, um möglichst viel Wohnraum zu erhalten und mit geringer Plattenstärke wirkungsvoll zu dämmen. Sie haben nicht nur einen hervorragenden Wärmeschutz, sondern auch einen idealen Hitzeschutz im Sommer, der darüber hinaus auch noch vor Elektrosmog schützt. Mit Linitherm wird Ihr Wohneigentum fit für die Zukunft und der Wert Ihres Gebäudes steigt. Sie können jetzt mit ruhigem Gewissen auf Ihren Energiepass mit den niedrigen Werten für Energieverbrauch und CO2-Ausstoß hinweisen als Ihren Beitrag zum Umweltschutz.